Hallo und willkommen zum Minecraft Let's Play Let's Rock the Block Folge 38 mittlerweile. Ich war dabei irgendwie draußen den Zaun zu buddeln, zu machen, zu tun. Dann mach mal. Naja. Irgendwie ist das so viel Arbeit hier draußen. Oh. Was heißt denn hier? Oh. Das Schwapp. Also du schleppst die Schafe an und ich hab die Arbeit. So wie es sich gehört. Naja, das war jetzt klar. Irgend so ein Kommentar von dir musste ja jetzt kommen. Klar. Du hast nicht wirklich was anderes erwartet, oder? Nö, nicht wirklich. Bitte? Wäre ja auch wahrlich langweilig, wenn es anders zwischen uns beiden wäre. Genau. Wer würde sich denn dann das hier noch angucken? Keiner. Eben. Das war sowas von klar, ey. Button. Ach, meine Schaufel ist kaputt. Ich war ja Terraforming am Betreiben, aber jetzt habe ich auch keinen Bock hier weiterzumachen. Ich gehe jetzt erstmal runter in die Mine. Ich brauche Diamanten. Das gibt mir sowas von auf den Keks, ey. Gut. Vorher werde ich noch ein bisschen zaunlos. So. Gut. Ja, gut. Ja, soll ich sagen, schlecht oder was? Nein, das nicht, aber ich glaube, deine Schallplatte hat einen Hänger, du. Nö, meine Schallplatte geht's gut. Aber ja. Danke der Nachfrage. Naja. Ich frag dich jetzt nicht nach der Büchse der Pandora, du. Nö. Außerdem frage ich mich, wo du dich wieder rumtreibst. Ich bin unten im Tunnel. Aha, okay. Den Eisen holen. Ach, ich brauche ja noch eine Schaufel. Verdammte Hacke, ey. Nein, Schaufel, nicht Hacke. Ja. Ich hab dich auch lieb. Ich weiß. Ich hab ja die ganze Decke schon rausgeruppt. Du hattest da unten schon mal rausgeruppt, ja? Mhm. Sand, Holz, bla bla bla, Pflanzen, Dirt, Dreck. Wo haben wir den Cobblestone gelassen? Ah ja, ich stand gerade eben davor. Toll. Herrschmeißhörn vom Himmel. Oh. Ja. Wäre manchmal nicht schlecht. Das liegt an der Frühjahrsmüdigkeit, entschuldige bitte. Das war ich, das warst nicht du. Das ist richtig. Also. Aber ich kann das ja auch mal als Ausrede verwenden, oder? Nicht immer nur du. Ja, bei mir ist es ja keine Ausrede. Also ach komm, hör auf, du. Ein Jungspund wie du und Frühjahrsmüdigkeit, ey. Willst du mit mir tauschen? Was, dass ich nochmal so alt bin wie du? Nein, die Frühjahrsmüdigkeit. Ach nö, lass mal. Da siehst du. So, ich verkriech mich da mal in die Mine, Schätzelein. Mach das. Tür zu und ab. Halt's aber, Eisen. Aber ja akuten Eisenmangel haben. Ja. Ach, Löcher machen wir nachher zu. Weil ich bin ja gut im Löcher stopfen. Ja.
haben wir denn hier? Hier ist nichts. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Was denn, mit den Löchern stopfen oder mit dem Nix? Ja. Die Nix. Alles prima. Gut. Ich glaube, meine Maus gibt so langsam einen Geist auf. Oder ich habe einen nervösen Finger. Ach, meine Maus könnte ich auch gegen die Wand werfen. Ich hatte ja mal einen Testbericht dazu geschrieben. Deine Maus? Ja. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich immer einen Rocket Cone und die hat dann irgendwann die Grätsche gemacht. Das bekannte Problem mit dem Mausrad aus der ersten Serie noch. Meine hat aber leider so lange gehalten, dass die Garantiezeit schon lang vorbei war. Und dann habe ich mir aus der Not heraus auf die Schnelle eine Microsoft geholt, weil ich einfach halt was brauchte fürs Büro. War auch gar nicht so teuer. Irgendwas um die 20 Euro oder so. Das Problem an dieser Supermaus ist aber die seitliche Beschichtung, da wo man halt den Daumen hat und die anderen Flossen, das löste sich irgendwann auf oder fing an sich aufzulösen. Und letzte Woche hat dann die Beschichtung des Mausrads auch angefangen sich aufzulösen. Das ist immer ganz toll. Ja, so ein bisschen. Weißt du, 20 Euro ist ja nun wirklich nicht die Welt, ne? Mhm. Aber ich habe einige Logitech-Mäuse hier, die schon mit mir durch die halbe Welt gereist sind. Die funktionieren heute noch tadellos. Und da löst sich nichts ab. Und die haben auch ja nicht viel mehr gekostet. Ja, mein Mann ist so aus. Der hat eine Maus und auf die schwört er, weil die ist perfekt. Die passt perfekt in seine Hand und alles super. Aber die, da geht so langsam aus die Beschichtung. Aber die ist jetzt auch schon, die hat schon gut Jahre auf dem Buckel. Ja, das gleiche Problem habe ich ja auch. Ich habe ja auch so Schaufeln als Hände. So, dann drück mir mal die Daumen, dass ich auf die Schnelle ein paar Diamanten finde. Okay, ich drück. Ich komm mir das nachher angucken. Die müssen bluten, deine Daumen. Bluten müssen die. Bluten? Ja. Nee. Doch. Nee. Warum nicht? Nee. Sag mal. Naja, zumindest habe ich Redstone und Eisen gefunden. Yippie. Das ist schon mal was. Mit dem Cobblestone Steine auf der Wand ruppen funktioniert nicht so gut, habe ich gerade festgestellt. Doch, funktioniert schon, dauert halt nur ewig. Ja. Deswegen sag ich ja, funktioniert nicht so gut. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert, aber nur gesagt, es funktioniert nicht so gut. Immer diese Korinthenkacke. Ja. Genau. So, Weißt du, wenn du dich hier runtertrauen würdest, ne, dann könnte man mit zwei Mann viel schneller Diamanten suchen, aber nein. Du traust dich ja nicht. Ja. So ist das. Mal wieder alles. Ich höre Lava blubbern, Wasser blubbern, aber keine Diamanten. Diamanten hörst, ist sowieso so eine Sache. Doch, die rufen mich immer. Ich höre einen Wobbelschwobbel. Ein Enderman oder was? Nein. Ein Wobbelschwobbel. Ach, ein Wob. Blob. Da habe ich dir die Tage doch schon mal gesagt, da ist irgendwo einer. Ja, ich weiß. Aber diesmal höre ich ihn an einer anderen Stelle. Du bist im Gang drin, ne? Ja, also im Durchgang. Aber weiter vorne. Naja, da sind ja auch große Höhlen dahinter. Boah. Flatsch, 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 flatsch. Ja. Eigentlich ist es schade, dass man ausgerechnet die töten muss, damit man
Stickies mache, eigentlich Stickies, Pistons machen kann, die kleben. Warum eigentlich schade? Weil ich die süß finde. Du findest die Wobbelschwobbel süß? Ja. Die tun einem doch nichts. Die hüpfen doch nur hin und her. Ja. Nerven trotzdem. Ach Gott, hat dich nicht alles nervt. Muss an der Frühjahrsmüdigkeit liegen. Nein, die haben mich vorher schon genervt. Ach Gott. Gesundheit. Ach so. Wenn es nur eine ist und kein Spawner. Ich bin bei uns im Lager, da würde mich ein Spawner doch schon ziemlich irritieren. Naja, der Spawner kann ja unterhalb unseres Lagers sein. Wie kommt die Spinne denn in unser Lager? Die ist ja nicht in unserem Lager, ich höre sie nur von unserem Lager. Ach so. Man. Also hast du mal wieder alle verrückt gemacht und die Spinne ist gar nicht bei uns. Sondern nur draußen irgendwo. Ich höre eine Spinne. Ja, ja. Hm, naja, komm, ist gut. Ich wieder alle verrückt machen. Du machst immer alle verrückt. Klar. Knappe Höschen, Miniröcke. Bauchfrei. Da würde ich eher alle zur Übelkeit treiben. Das würde ich schon nicht sagen, nein. Du weißt doch, was du sagst und was die Gesellschaft sagt, sind zwei Paar Schuhe. Ja, aber ich hab recht. Das kann durchaus möglich sein. So, ja, das ist hier unten irgendwo eine Workbench. Wo denn? Wo ist unten? Wo ist unten? Keine Ahnung. Na, ich weiß ja nicht, wo bei dir gerade unten ist. Wenn ich sage, du hast da unten irgendwo eine Workbench. Ja, hab hier ich. Hier unten. Ja. Ja? Ja? Ja. Hier unten. Oder bin ich jetzt hin? Falsch. Ich komme mal in deine Richtung, egal wo du gerade bist, aber ich glaube nicht, dass du schon komplett unten bist. Weil außer jede Menge Kohle und Eisen und Redstone habe ich noch keine Dias gefunden. Nein, du bist noch nicht ganz unten. Wo bist du denn? Naja, ganz unten halt. Hä, wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo bist du? Na, ich bin in der Mine. Ja, und ich bin bei deiner Workbench. Du bist bei meiner Workbench? Das ist gut sein. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ne, ist okay. Ja, aber du bist nicht in der Mine. Doch. Das kann ich. Also das kann ich überhaupt nicht. Hä? Wie bitte heißt das? Ja, was hast du gerade gesagt? Du kannst nicht bei mir unten in der Mine sein. Warum nicht? Weil du nicht an der Workbench hier? Bist. Da bist du. Ja, aber hier ist die Workbench. Da, 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 ja, da. Aber du warst ja nicht an der Workbench, deswegen bin ich weitergegangen. Ach, nee, ich habe hier diesen Minenschacht gegraben. Wo bist denn du jetzt? Komm zurück. Sonst kann Verstecken mit mir spielen. Weiß hier, diesen Minenschacht habe ich gerade gegraben. Ja, so in Ordnung. So. Und wenn du weitergraben willst, ne, dann komm mal her. Ja, dann kannst du hier den nächsten anfangen. Und zwar, warte mal. Stopp, 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 stopp. Hier. Hier kannst du dich jetzt runterbuddeln. Der die ersten Diamanten findet, kriegt einen Keks.
Erde, 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 jede Menge Erde. Aber die Kohle kannst du ruhig abbauen, wenn du die findest. Habe keine Kohle gefunden. Doch klar. Habe ich? Ja. Warum bist du hinter mir? Weil ich gerade die Kohle abbaue. Achso. Was ist dunkel? Ich habe die Kohle gar nicht gesehen. Weil nach meiner Erfahrung ist meistens da, wo auch viel Kohle ist, auch Diamanten. Gut, macht aber auch Sinn, weil wenn man sich Wenn's überlegt. dann so von Mojang gedacht Ja, war, ne? das weiß man nicht, das weiß Eben. man nicht. Weil das Diamanten aus Kohlenstoff sind, das weiß wohl auch jedes Kind. Sollte man meinen. Das gehört irgendwie zur Allgemeinbildung. Fragen ein einjähriges Kind und es wird Oh dir Gott, ja, wahrscheinlich ein gesagt werden. einjähriges. Du Korinthenkackerin, du. Das sehen. Alles prima. Ja. Ganz gelebt. Dann hau es weg. Ich höre es. Ach, du hörst es. Ja. Bist du sicher, dass das ein Skelett ist? Ich Ich habe höre es ein Skelett. angehört. Ich höre ein Skelett. Dann muss hier irgendwo eine Höhle sein in der Nähe. Ich höre nämlich auch. Ja. Ah, da ist auch die Lava, die ich eben gehört habe. Gut, dann ist hier auch irgendwo das Skelett. Oh, da ist auch ein Zischbumm. Und dahinter ist das Skelett. Ah. Also muss auch irgendwo eine Höhle. Haha, geil. Warten. Das Skelett hat gerade auf mich geschossen. Vor dem Skelett stand der Zichbumm. Das Skelett hat Zichbumm in die Lava geschossen. War sehr intelligent vom Skelett. Aber absolut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir Onkel Kunibert ein paar auf die Mappe kloppen können. Ach, da ist noch ein Zichbumm. Wer gibt's das denn? Das finde ich aber jetzt nicht so toll. Der Spum findet das toll. Ja, das ist mir klar. I'm officially out of Fackels. Ist nicht gut. Warte, ich habe hier auch noch Stickies und Kohle und Wood und passt. Ich bin versorgt. So. Zichbumm stirbt gerade wieder in der Lava, weil Skelett wieder auf Zichbumm geschossen hat. Das ist super. Das klingt Super. echt praktisch, ne? Okay, ich habe da eine Höhle gefunden. Irgendwie auch nichts Neues. Mit jede Menge Kunibert. Auch nichts Neues. Okay, da kommt er nicht rüber, da ist jede Menge Lava. Aha. Nee, was ist das schön? Was für Lava? Ah, nee, jede Menge Kohle. Aber vorher muss ich Onkel Kunibert noch vertreiben. Was ist das? Der Lava. Lava, Lava. Genau. Labarababa. Attacke auf Onkel Kunibert. Was mit Onkel Kuni jetzt? Hihi, auf die Füße gehauen und nochmal auf die dicken Latschen und nochmal, jawohl. Warten. Ach, ich hätte ja gerade einen Block weggehauen und wollte nach vorne gehen, um die Sachen einzusammeln. Aber da war Lava und jetzt kommt auch noch hier wieder unser Zischbumme. Ist noch einer, das gibt's doch einfach nicht. Ein Zischbumm nach dem anderen. Haben dich lieb. Ja, aber total.
Wo du bist, spawnen Zischbums ohne Ende. Ja. So, hier ist noch jede Menge Wasser, jede Menge Eisen, jede Menge Kohle. Die bin ich aber schon mal gewesen anscheinend, da hängen schon Fackeln. So. Ich finde hier nur Gravel. Naja, man muss halt schon Glück haben mit dem Graben, ne? Das geht leider nicht von einer Sekunde auf die andere. So, jetzt kommt Zichbum zu mir, ich Idiot. Das war Zichbum. Aber wo wir gerade so buddeln und buddeln und buddeln, was sagt eigentlich die Uhr? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Und es ist wirklich schon so spät. Ja, dann machen wir mal eine Pause mitten in der Höhle. Das gefällt mir zwar eigentlich überhaupt nicht, aber was soll man machen? Ich buddel mich mal eben ein. Jo, ich mich auch. Passt. So. In diesem Sinne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann, tschüss.